Hallo, herzlich willkommen zurück zu Helpline. Und der hat mit uns, wir sind jetzt bei Folge 4 angelangt und die Musik wird eh rausgeschnitten. Also man wird hier eh nichts sagen. Wahrscheinlich vom Video, naja, sagen, zur nächsten Szene. Komm, Harry, machen wir Slytherin platt. Was ist denn mit dem los? Er ist glücklich. Also gut, es wird Zeit für das letzte Training vor dem Spiel. Ich habe mir ein paar Übungen ausgedacht, damit wir auf den Gegner vorbereitet sind. Schnappt euch eure Besen und los geht's. Training vor dem Spiel. Warum kommt sie los? Du musst durch die Ringe, um mich schnapp zu fangen. Wie in einem richtigen Spiel. Wir müssen wissen, die Musik, die ist alles GEMA-geschützt. Ja, das GEMA-geschützt, das sind alles geschützte. Geschützte Titel von den Nürnberg. Ich kann das nicht verwenden, aber ich kann die Musik nicht ausstellen. Ich habe alles versucht. Das heißt, ich muss immer alles rausschneiden. Oder rausschneiden lassen. Achtung! Oh, von YouTube eher gesagt. Und das weiß ich nicht, wenn ich einfach das Video machen. Das ist auf jeden Fall gar nicht böse. Da wird wahrscheinlich ziemlich viel Fassung, weil ich da war. Das ist nicht so. Aber ich kann halt die Musik nicht ausstellen, weil die Musik nicht kennen bestimmt, dass die Einstellungen von der Vater sind, die zeigen. Das sind drei Einstellungen. Die sind komplett in der Grafik, alles ziehen kann. Das ist halt ein bisschen raus. Weiter so! Ja. Das sehen nur aus wie Sternchen ziehen. Tor! Oh, das hat bestimmt wehgetan.
Kosten der Kollegin? Wesentlich. Das hättest du nicht tun dürfen, Harry. Felix Felicis ist eine verbotene Substanz bei Wettbewerbsveranstaltungen. Ach, und du hast McLaggen nicht rein zufällig bei den Testspielen mit dem Verwirrungszauber verhext, was? Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, und Ron hat nur gedacht, ich hätte ihm den Trank gegeben. Sieht so aus, als wäre er seines eigenen Glückes Schmied. Oh. Tja, dann braucht er mich wohl nicht mehr, um ihn mit zu Slughorns Weihnachtsparty zu nehmen. Und du solltest dich besser auch mal entscheiden. Wie fühlt es sich an, wenn du Ginny zusammen mit Dean siehst? Guck nicht so. Ich weiß längst Bescheid, was du für sie empfindest. Hermine, ich bin mir sicher, dass Ron absolut, ich meine vollkommen, verstehen wird. Oh, mach dir um Ron keine Sorgen. Er ist seines Glückes eigener Schmied. Ich kann nichts dafür, wenn Hermine was in den falschen Hals bekommen hat. Was ich und Lavender haben, naja, das ist einfach Chemie. Wir können es nicht aufhalten. Ich nehme an, du gehst auch auf Slughorns Party? Ja, und ich muss auch los. Luna wartet unten beim Bootshaus. Luna? Du hättest jedes Mädchen der Schule haben können und nimmst Luna Lovegood? Ja? One-One! Huhu! Viel Spaß. Oh Gott, ich mag diese Lavender gar nicht. Für Luna beim Bootshaus nehmen wir den Gaspar, okay. Haben Sie Luna Lovegood irgendwo gesehen? Gesehen nicht, aber gehört. Ich glaube, sie versuchte gerade, die Wassermenschen zu überzeugen, nach Schlummringen, Sabberlingen oder sowas Ausschau zu halten. Naja, jedenfalls ist sie unten am Bootshaus. Frauen, hier war doch ein Schild. Oh, sieh mal, da sind noch ein paar Wappen. Wo? Was ist für eine Kiste da? Kann ich ja auch nicht. Nee. Wo sind noch ein paar Wappen? Ach so, haben wir wahrscheinlich die kleinen Scheißdinger hier. Ich mag es nämlich nicht, wenn die Musik kommt, weil ich immer denke, dass da immer wieder alles ausgeschrieben wird. Ein bisschen doof, dass man es nicht mal einstellen kann. Scheiße, ja komm, noch mal ein bisschen schneller, damit das hier ewig gut zu machen, um die Irre zu finden. Ja, da waren viele, glaube ich. Ja, die kann ich schon mal hören. Und noch ein Doppel. Hi, Luna. Schönes Kleid. Meinst du, ich soll meine Radieschenohrringe anziehen? Ich weiß nicht, ob sie so gut zum Kleid passen. Nein, nein. Du siehst okay aus. Ich bin froh, dass du da bist. Professor Slughorn hat mich gebeten, dieses Feuerwerk anzuzünden, um seine Party anzukündigen. Aber ich weiß nicht so genau, was ich machen muss. Wir müssen einfach Incendio auf die Zündschnüre wirken. Yeah. Das ist schön. Lass uns die anderen anzünden. Jetzt müsste ich da rumkommen. Oh, das sieht ja toll aus. Da ist das nächste, Harry. Na komm, Harry. Die ganzen Kisten bis hoch. Oder die Waldfee. Hier ist noch eins. Komm, zünden wir es an. Schade, dass ein Feuerwerk nicht für immer anhält. Ich schätze, das ist so wie mit allem, was man gern hat. Es macht Wusch und ist schön. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wie die Party heute Abend. Jo. So ist das Leben. So ist das Leben.
Spiel sagt ja Bescheid, wenn da welche sind, glaube ich. Da ist das nächste, Harry. Wir müssen hier so ein bisschen Scheiße zu bauen. Hier ist noch eins. Komm, zünden wir es an. Wie schön. Auf dem Deutschen wollte ich gerne mal Scheiße gegen so Leute um oder so. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tun nicht gut bin. Unheil angerichtet. Diesen Teil des Schlosses haben die Auroren wieder geöffnet. Komm, lass uns zu Slughorns Party gehen. Aber ganz schön schwer denn. In den High Heels. Ja, warte. Harry ist doch gar nicht mit Pina zum Ball gegangen. Die war doch mit diesen komischen Schneemädels bei Ron und Harry hat noch diese Schwestern. Das weiß ich noch relativ genau. Ich glaube nicht, dass ich mich abtäusche. Wie kann ich diese Scheißdinge fangen? Na komm, Harry. Harry. Ist der Typ dumm? Okay, der ist einfach ein dummer Typ. Kann man nichts machen. Warum gehen wir gerade zu den Zaubertränken nach unten? Heute ist aber ganz schön weit weg. Warum soll die Party in so einem Keller hier sein? Soll ich hier drauf? Ach, egal. Diese Scheißmappen war doch eh kein Mensch. In diesem Teil des Schlosses bin ich bisher nur in meinen Träumen gewesen. Ich bin Schlafwandlerin, weißt du? Deshalb trage ich auch immer Schuhe im Bett. Okay. Ich dachte schon ein bisschen hoch, ne? Harry, mein Junge, wie schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie, hier sind so viele Leute, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Professor Slughorn, es ist niemand hier. Natürlich nicht und zum Glück nicht. Es bleibt noch. So, ich darf an dieser Stelle ganz kurz aufmerksam machen, dass die Aufnahme ab diesem Moment komplett asynchron ist. Das heißt, die ganze Scheiße, Tonspur ist alles verschoben bis hierhin. Ich habe keinen Bock, weil die komplette Hälfte vorgestern praktisch im Arsch ist. Und ich einfach jetzt nicht nochmal alles verändern kann und will, weil OBS einfach rumspackt wie so ein behindertes Drecksprogramm. Und ich habe jetzt nicht mehr weiß, was ich machen soll. Vielleicht gehe ich mal wieder auf Traps zurück erstmal und gucke, ob ich das Problem irgendwie lösen kann. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm. Es ist allzu schlimm, ich weiß, aber ich hoffe, man kann die Folge jetzt trotzdem angucken. Und ich würde sagen, bis dann, hau da rein. Open Training vor dem Spiel. Spiel. Wir müssen wissen, wie man sieht, die ist alles GEMA-geschützt. Ja, das GEMA-geschützt, das sind alles geschützte, geschützte Titel von den Urheberrechten. Ich kann es nicht verwenden, aber ich kann die Musik nicht ausstellen. Ich habe alles versucht. Das heißt, ich muss immer alles rausschneiden. Und rausschneiden lassen. Achtung! Oh, wow. YouTube eher gesagt. Und das weiß ich nicht, wie die das machen. Ich habe auf jeden Fall gar nicht böse.
Da wird wahrscheinlich ziemlich viel Fackeln machen, weil ich da war. Das ist nicht so. Aber ich kann halt die Musik nicht trotzdem, weil die nicht die Kette im Film oder die Einstellungen haben, die Fackeln sind aber nicht zeigen. Das sind drei Einstellungen. Die den kompletten Grafik alles spielen kann. Das sind halt ein bisschen raus. Weiter so! Ja.
verflossene Kollegin. Das hättest du nicht tun dürfen, Harry. Felix Felicis ist eine verbotene Substanz bei Wettbewerbsveranstaltungen. Ach, und du hast McLagan nicht rein zufällig bei den Testspielen mit dem Verwirrungszauber verhext, was? Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, und Ron hat nur gedacht, ich hätte ihm den Trank gegeben. Sieht so aus, als wäre er seines eigenen Glückes Schmied. Oh. Tja, dann braucht er mich wohl nicht mehr, um ihn mit zu Slughorns Weihnachtsparty zu nehmen. Und du solltest dich besser auch mal entscheiden. Wie fühlt es sich an, wenn du Ginny zusammen mit Dean siehst? Guck nicht so. Ich weiß längst Bescheid, was du für sie empfindest. Hermine, ich bin mir sicher, dass Ron absolut, ich meine vollkommen, verstehen wird. Oh, mach dir um Ron keine Sorgen. Er ist seines Glückes eigener Schmied. Ich kann nichts dafür, wenn Hermine was in den falschen Hals bekommen hat. Was ich und Lavender haben, naja, das ist einfach Chemie. Wir können es nicht aufhalten. Ich nehme an, du gehst auch auf Slughorns Party? Ja, und ich muss auch los. Luna wartet unten beim Bootshaus. Luna? Du hättest jedes Mädchen der Schule haben können und nimmst Luna Lovegood? Ja? One, one! Huhu! Viel Spaß. Oh Gott, ich mag diese Lavender gar nicht. Für Luna beim Bootshaus nehmen wir zur Gaspar, okay. Haben Sie Luna Lovegood irgendwo gesehen? Gesehen nicht, aber gehört. Ich glaube, sie versuchte gerade, die Wassermenschen zu überzeugen, nach Schlummringen, Sabberlingen oder sowas Ausschau zu halten. Naja, jedenfalls ist sie unten am Bootshaus. Frauen, hier war doch ein Schild. Oh, sieh mal, da sind noch ein paar Wappen. Wo? Was ist das für eine Kiste? Da kann ich ja auch... Nee. Wo sind noch ein paar Wappen? Ach so, haben wir natürlich die kleinen Scheißdinger hier. Ich mag es nämlich nicht, wenn die Musik kommt, weil ich immer denke, dass da immer wieder was rausgeschnitten wird. Ein bisschen doof, dass man es nicht mal einstellen kann. Scheiße. Ja, komm, noch mal ein bisschen schneller, dann ist das hier ewig gut zu machen, um die Irre zu finden. Ja, waren viele, glaube ich. Ja, die kann ich schon mal hören. Und noch ein Doppel. Bootshaus. Hi, Luna. Schönes Kleid. Meinst du, ich soll meine Radieschenohrringe anziehen? Ich weiß nicht, ob sie so gut zum Kleid passen. Nein, nein. Du siehst okay aus. Ich bin froh, dass du da bist. Professor Slughorn hat mich gebeten, dieses Feuerwerk anzuzünden, um seine Party anzukündigen. Aber ich weiß nicht so genau, was ich machen muss. Wir müssen einfach Incendio auf die Zündschnüre wirken. Yeah. Das ist schön. Lass uns die anderen anzünden. Jetzt müsste ich hier rumkommen. Oh, das sieht ja toll aus. Da ist das nächste, Harry. Na komm, Harry. Die ganzen Kisten bis hoch. Oder die Waldfee. Hier ist noch eins. Komm, zünden wir es an. Schade, dass ein Feuerwerk nicht für immer anhält. Ich schätze, das ist so wie mit allem, was man gern hat. Es macht Wusch und ist schön. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wie die Party heute Abend. Jo. So ist das Leben. So ist das Leben.
sagt dir Bescheid, wenn da welche sind, glaube ich. Da ist das nächste, Harry. Ich glaube, mit anderen Leuten ist das wirklich einfach. Wir müssen hier so ein bisschen Scheiße zu bauen. Hier ist noch eins. Komm, zünden wir es an. Wie schön. Auf dem Beispiel wollte ich gerne mal Scheiße gegen so Leute oder so. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunnel gut bin. Unheil angerichtet. Diesen Teil des Schlosses haben die Auroren wieder geöffnet. Komm, lass uns zu Slughorns Party gehen. Aber ganz schön schwer denn. In den High Heels. Ja, warte. Harry ist doch gar nicht mit Pina zum Ball gegangen. Die haben diesen komischen Schneemädels bei Ron und Harry hat noch diese Schwestern. Das weiß ich noch relativ genau. Ich glaube nicht, dass ich mich abtäusche. Kann ich diese Scheißdinge fangen? Na komm, Harry. Harry. Ist der Typ dumm? Okay, der ist aber ein dummer Typ. Kann man nichts machen. Warum gehen wir gerade zu den Zaubertränken nach unten? Heute sind wir ganz schön weit weg. Warum soll die Party in so einem Keller hier sein? Soll ich hier drauf? Ach, egal. Diese Scheiß Party war doch eh kein Mensch. In diesem Teil des Schlosses bin ich bisher nur in meinen Träumen gewesen. Ich bin Schlafwandlerin, weißt du? Deshalb trage ich auch immer Schuhe im Bett. Okay. Ich dachte schon, dass ich ihn rufe. Harry, mein Junge, wie schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie, hier sind so viele Leute, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Professor Slughorn, es ist niemand hier. Natürlich nicht und zum Glück nicht. Es bleibt noch so viel zu tun. Und genau da käme mir ein wenig Hilfe gelegen. Ich bin sicher, dass Sie und Miss... Lovegood den Raum in 0, nichts auf Vordermann gebracht haben. Ich wollte eigentlich einen kleinen Partyputsch für meine Gäste zubereiten, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Könnten Sie das für mich übernehmen? Leute, wir irgendwas kochen hier. Ich meine. So nicht. So, jetzt noch mehr Bewegung und so. Warum muss man so lange rüber, der Scheiße? Thank you.
Ja, komm. Kirschsirup. Was ist das? Was ist das hier? Eh nicht. Leute, ganz ehrlich. Oh, geh doch weg, du Scheißlöcher.